Damit herzlich willkommen zu einem weiteren Party Splatoon 2 online, direkt im Geschehen, hier im Standardkampf und leider auch noch in den Morin-Türme, weil ich sowieso eine Runde Standardkampf mache, hätte ich gerechnet, dass wir wenigstens in der Bunkerwaldpiste sind. Toll. Aber wir sind jetzt endlich hier mit dem Camp Luviato unterwegs, da ich es ja im letzten Video ja erwähnt habe, den Ergebnissen des Splatfestes. Und da ich ja sowieso auch endlich mal Level 23 bin, werden wir jetzt den hier im ersten, also in dem Part, anzocken. Bis jetzt spielt das sich recht gut, aber man braucht halt ein bisschen länger. Wow. Okay, ich hab jetzt gar one-hitted, Alter. Einmal gesprüht und fertig. Richtig nice. Okay, das war jetzt nicht so geil. Ja, die riesen Explosionen von diesem Hamsterball ist... Nee. Da fehlen mir manchmal echt die Worte. Das ist manchmal sowas von behindert, ey. Manche machen es auch so dreist oder so, dass man sich gar nicht mehr aus irgendeiner Ecke rausbefreien kann. Dass man quasi so in der Ecke so fest sitzt und dann, ja, hat man nichts Einfaches zu tun, als aber kläglich so zu sehen, wie man an sowas stirbt. Okay. Es steht zwar etwas langsam, aber dafür ist die Abwehr etwas höher. Irgendwie total krass. Wie gesagt, dafür ist zwar die Reichweite zwar voll hoch, aber Alter. Ja, jetzt sind sie ein bisschen aggressiv. Zumindest manchere. Hehehehe. Und achso, der verbraucht dafür Tinte. Okay, das war jetzt scheiße. Das war jetzt ein bisschen scheiße, was ich jetzt abgezogen habe. Aber ich hab's wenigstens versucht. Und es sieht auf jeden Fall auch recht gut aus. Richter ist ja richtig nice. Aber was ich als Zweitwaffe dabei habe, ist, naja, nichts Besonderes. Sagen wir es mal so. Ja, ich habe auch nichts Besseres zu tun, als meine Gegner nur noch von hinten zu killen. Ja, völlig gerecht, ne? Wunderbar. Aber komm, es sind noch 35 Sekunden, komm. Wir dürfen jetzt nicht schlapp machen. Meine Teammates müssen jetzt alles geben. Sieht immer noch recht gut aus. Ich hätte auch zu dieser Superboje oder irgendwas mit Boje auf jeden Fall hieße. Oh nein, das habe ich jetzt nicht wirklich gebracht. Ey, nee, komm. Ah, das haben wir geschafft, komm, safe. Lass mich jetzt nicht mal sterben. Kein Kommentar. Trotzdem sieht sogar gut aus. Egal. Wir haben es safe gewonnen. Yay. Wunderbar. Alter, diese Animation, Alter, sieht so übertrieben groß aus, Alter, dieses Teil. Aber egal, wir haben einfach gewonnen, wunderbar! Ja, wir haben im Rangkampf Herrschaft. Und wenn wir Glück haben, ist sogar am Kriegenkanal. Ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, es geht jetzt erstmal im Rangkampf weiter. Also, bis gleich. So, da geht's nun hier im Rangkampf im Modus Herrschaft weiter. Und dann doch eher bei den Korallenviertel. Da will ich jetzt schon mal die Karte sehen. Naja, wobei, ich lag sowas von falsch. Ich bin total dumm. Aber irgendwie hat mich die Karte an etwas anderes erinnert. Ja, okay, dann ist der Aufbau vom Korallenviertel total anders. Aber der Aufbau oder so von der Wandelzone sah etwas anders aus. Ist halt klar, ne? Der kriegt nur Hitmarker. Ist klar. Wunderbar. So, mein Team führt gerade da. Das ist sehr schön. So, da trotzdem versuche ich mal mein Glück. Und mach einfach mal mit. So. Sieht ja recht gut aus.
Aber ich bleib mal lieber hier bei der Base. Bei der Split Zone, nennen wir es mal so. Oh, scheiße. Okay, egal. Wir haben voll recht schnell gewonnen. Cool. Das war sehr, sehr, sehr schön. Ich habe mir auch vorgenommen, diesmal nicht zu ragen. Also, läuft es jetzt gut. Ich hab zwar keine Kills gemacht. Das ist scheißegal. Hauptsache, wir haben gewonnen und fertig. Und bis jetzt habe ich nur einen Riss, wo ich noch froh sein kann. Aber es kann sich ja noch schlagartig ändern. Naja, da haben wir noch eine Runde im Rahlkampf. Und wenn die gut läuft, dann ist das ein perfekter Part auf jeden Fall. Ja. Ab zur nächsten und somit zur letzten Runde. Und wir haben doch noch das Glück, im Krähenkanal im Rahlkampf zu spielen. Natürlich im Herrschaftsmodus. Bis jetzt habe ich die Map auch im Rangkampf gespielt, aber da war es nicht Herrschaft, sondern dann Turmkommando. Cool. Na komm, du Pinseltyp. Also, na. Oh, wunderbar. Machen wir es am besten noch so. Passt schon irgendwie. Die sollen sich nicht irgendwo Kacke verteilen, wo es keinen Sinn ergibt. Hey, ich treffe den die ganze Zeit. Nein! Ah! Ich habe zu spät reagiert. Ich habe zwar die Klecksbombe gesehen, wie es auf mich geflogen kommt, aber ich habe ein bisschen zu spät reagiert. Jetzt einer scheiß Jetpack hier auch noch unterwegs. Ich glaube, es geht noch los hier. Ja, jetzt, weil ich auf einmal zu wenig Tinte hatte. Ach, komm schon. Ja, jetzt läuft's wieder richtig scheiße. Na toll. Na okay, gut, egal. Dann hatte ich wenigstens einmal Glück und ja, wenigstens etwas, ne? Oh. Nein, das sehe ich nicht ein. Oh, Kratos angehalten. Komm. Nein, das sehe ich nicht ein. Oh nein, erstmal weg da. Okay, gut, wenigstens konnte ich das schon mal ganz kurz einnehmen. Weil ich erstmal Strafpunkte bekommen. Mein Blut hält sich in Grenzen, aber bis jetzt ist es noch ausreizbar. Ja. Oh nein. Okay, danke für die Hilfe. Es wird Zeit für die Blasen. Wir sind immer noch da. Der kommt gleich hier. Der kommt gleich. Ich hab's gespürt. Wahrscheinlich hat er sich wieder verpisst. Wäre nämlich auch noch möglich. Ey, ist hier jeder nur... Ja, hä? Hä? Ich hab den Abspritzer von seinem Jetpack noch nicht mal gesehen. Wie kann der mich dann noch getroffen haben? Typisch PTP-Verbindung. Nein, nee, das sehe ich nicht ein. Nein, du lässt es schön sein.
Alter, übertreib's nicht. Was bildest du dir eigentlich ein? Arme Nacke. Junge. Ich gebe lieber höher etwas drumherum. Na, wobei. Noch ein bisschen mehr und ich kann es wieder einsetzen, ja. Ja, macht viel Sinn, ne? Geile Logik. Ja, natürlich, ne? Natürlich. Sehe ich genauso. Naja, wenigstens haben wir die Möglichkeit gehabt. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt nicht noch schaffen werden. Gib mal alle einen Hitmarker, komm schon. Verreckt alle. Schade. Aber das war sowieso arschklar. Aber na gut, kein Problem. Dafür ist es mal wieder eine sehr, sehr kurze Folge für diesen Part. Es kommt noch kürzer als irgendein anderer Part von Splatoon. Ich hatte zwar einen, aber okay. Naja. Aber ich würde sagen, ich habe mich gar nicht so scheiße angestellt. Naja. Was auch immer. Wenigstens hatte ich zweimal Lack. Einmal schon, dann kam einmal Rangkampf. Jetzt eher weniger. Aber war ganz okay, würde ich sagen. Wir sehen uns in einer weiteren Folge. Splatoon 2 Online. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute. Macht's gut.